Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Sie kennen unsere Sendung Leben auf dem Prüfstand. Klingt etwas sehr streng, aber es sind ja auch viele Dinge, die man beleuchten muss. Unser heutiges Thema habe ich ein Buch entnommen, ein kleines Buch Erich Kästner. Sie kennen Erich Kästner mit Emil, der Detektive, aber es ist in einer Zeit geschrieben worden, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich denke, es sind hier auch Herrschaften anwesend, die in dieser Zeit, also die aus dieser Zeit kommen. Und deshalb freue ich mich, dass ich hier zum Beispiel zwei Herrschaften habe, die aus dieser Zeit kommen. Und zwar Christa Weinrich, Christel Weinrich wird sie genannt. Und wenn Sie kurz mal sich vorstellen, also Sie sind ja mit der ältere Generation vertreten Sie mit, und Sie haben aber Familie und Kinder und so weiter. Ich bin 75 Jahre jung und habe drei Kinder, zwei Jungs, ein Mädchen im Alter und sechs Enkelkinder, jedes hat zwei. Zwischen 18 und 3,5 Jahre sind die Enkelkinder. Und mir ist dieses Thema heute sehr willkommen. Ich habe mir überlegt, was kann ich sagen? Ich möchte gern etwas dazu beitragen, dass wir selbst, also dass ich selbst was tun kann, um noch ein bisschen länger und gut zu leben. Finanziell, das ist eine andere Sache erstmal, aber auch gut, das heißt, dass ich mich bewegen kann. Bewegung ist an und für sich mit das Wichtigste. Nach Ernährung und wie gesagt Bewegung. Und Bewegung liegt mir immer am Herzen, mache ich viel. Auch die Gedanken sind wichtig heutzutage. Ich habe auch immer Sprüche morgens im Bett, abends im Bett, die ich mir immer wieder sage. Oder wenn ich Rad fahre, seit Neuestem fahre ich auch wieder ein bisschen Fahrrad. Und das gefällt mir auch sehr. Und die Bewegung, wie gesagt, ich habe ein Trampolin, größeres, also mittlere, nicht die ganz großen Gartentrampolin. Da können wir ja noch drüber diskutieren, ja. Lebendig. Wir haben da hier Hannes Stelzer. Hannes Stelzer wird im Mai 93. Herr Stelzer, was hält Sie so lange fit? Tja, das bin ich schon oft gefragt worden. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass man 93 wird und vor allen Dingen, dass man dann noch so einigermaßen fit ist, wie ich bin. Mir glaubt niemand, dass ich 93 bin. Manchmal glaube ich selber nicht. Aber ich habe ja immer die Gelegenheit, mich zu kontrollieren. Und dann schaue ich in den Personalausweis und dann stelle ich fest, ich bin tatsächlich Jahrgang 24. Nun ja, der Jahrgang 24 ist ja leider durch den Zweiten Weltkrieg sehr, sehr reduziert worden. Und von meinen Schul- und Entwicklungskameraden, die ich gehabt habe, sind sehr viele draußen geblieben. Ich habe das Glück gehabt, ich bin mit einer kleinen Verletzung im Kriege weggekommen, hatte Glück und musste also statt weiter nach vorne ins Lazarett. Und dieser Granatsplitter, den ich heute noch im Bein habe, der hat mir praktisch die Zukunft möglich gemacht. Ich bin, wie einige von Ihnen zu Hause am Filmschirm wissen, ich bin Filmschauspieler. Ich arbeite seit 1961 beim Film, habe also inzwischen meinen 71. Kinofilm und an die 200 Rollen gespielt. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, im vergangenen Sommer noch mal zu drehen und habe da zum ersten Mal einen 100-Jährigen gespielt. Der Film lief unter dem Titel Allein gegen die Zeit. Ich gut, persönlich. Darf ich, da kommen wir noch drauf. Frau Wolschewski, Sie sind auch noch jung. Und was bewegt Sie, hier
immer mit zu, das mitzugestalten? Es bewegt mich insofern, das mitzugestalten, aus dem einfachen Grunde, weil wir ja alle älter werden. Und wie es immer so schön heißt, man ja vorsorgen soll. Und über dieses Thema Vorsorge denke ich nach wie vor nach. Und insofern freue ich mich eigentlich auch auf den Kreis heute. Besonders über die 100 Jahre möchte ich noch mit Ihnen sprechen. Und ich darf aber dann einfach mal gleich weitermachen. Neben mir sitzt Herr André Schulz. Sie sind Geschäftsführer und Inhaber eines Pflegedienstes in Hamburg-Rahlstedt. Herzlich willkommen, Herr Schulz. Und ich denke mal, Sie können aus dem Alltag sicherlich auch manchen Film erzählen, sage ich mal so ganz salopp. Da dürfte es einiges geben, dazu haben Sie bestimmt auch Gelegenheit. Ja, aber sagen Sie gerne ein paar Worte eigentlich, wie lange gibt es Ihren Pflegedienst? Und genau, das unser Dienst ist im September 2015 gegründet worden, in Hamburg-Rahlstedt. Also wir sind gut anderthalb Jahre jetzt dabei. Sind ein wachsendes Unternehmen, das heißt, die Anzahl der Kunden steigt an. Wir sind jetzt bei etwa 90 Kunden, die wir mit etwa 40 Mitarbeitern aktuell betreuen. Das hatten Sie im Vorgespräch schon gesagt und das fand ich eigentlich auch eine hohe Zahl an Mitarbeitern, die dann zur Verfügung stehen, um einfach in die Haushalte zu gehen. Genau, also das macht unseren Dienst aus. Mhm. Wir sind spezialisiert auf eine stundenweise Betreuung. Mhm. Das heißt, unsere Mitarbeiter kommen nicht im Minutentakt zu den Kunden, wie es ambulante Pflegedienste machen müssen, weil sie eben auch die medizinische Versorgung übernehmen. Wir machen keine medizinische Versorgung, sondern konzentrieren uns auf eine stundenweise Betreuung. Und das führt eben dazu, dass unsere Einsätze bei 2 Stunden anfangen und teilweise bei 6 Stunden aufhören. Und das bedeutet eben auch vielfach eine 1-zu-1-Zuordnung von Mitarbeitern zu Kunden. Da kommen Sie nicht drauf zurück. An Ihrer Seite begrüßen wir zum ganz oft vielen Mal Herrn Dr. Spekovius als Allgemeinmediziner. Sie haben Ihre Praxis in Bach-Ramfeld und können sicherlich auch über dieses Thema, wann wird jemand Pflege oder wann bedarf jemand einer Pflege, wann bedarf es eines Pflegedienstes, sich eine ganze Menge aus Ihrem Alltag erziehen. Auch Sie herzlich willkommen. Mhm. Und ich denke mal, es wird insofern eine ganz interessante Runde. Auf der einen Seite haben wir das Künstlerische und auf der anderen Seite den grauen Alltag, der aber nicht grau zu sein braucht. Ja, dann fange ich einfach mal gleich, wenn ich darf, mit einer Frage an. Ich habe in der Zeitung eine Sache gelesen und zwar, es gibt heutzutage 2 Arten von Alten. Zum einen gibt es, also festgestellt wurde das vom Diakonischen Werk in Hannover, zum einen gibt es die einsamen, armen Pflegebedürftigen und auf der anderen Seite die Wohlhabenden. Die einen dürsten nach Aufgaben, die ihnen aufgrund ihres 60-plus-Alters und weiter zustehen, wo man also sorgt für Unterhaltung. Und die anderen brauchen aber Pflege. Ich glaube, das ist so eins dieser Themen, die uns alle irgendwann mal treffen können. Wenn ich jetzt Sie frage, wie würden Sie denn dieses Thema Pflege angehen? Würden Sie sich damit einverstanden geben? Wann meinen Sie, würden Sie Pflege haben wollen? Wenn Sie auch zu Schauspielern. Naja, also mit der Pflege, ich habe das Glück, ich habe also hier in Hamburg noch einen kleinen Rest meiner Familie, meine Tochter und Enkeltochter, die sich beide sehr, sehr löblich um mich kümmern. Ich habe also hier fast jeden Sonntag kochfrei. Ich will damit sagen, dass ich koche selbst noch. Ich koche nicht aus Zwang, sondern mir macht es Spaß und ich kreiere da und staune manchmal, was ich also da manchmal so zurechtbringe. Leider ist eins, ich koche meistens zu viel, weil die Töpfe nicht klein genug sind. Also es reicht dann meistens 2, 3 Tage. Aber was die Pflege betrifft, irgendwann wird natürlich auch für mich mal die Stunde kommen, wo ich mich nicht mehr selbst versorgen kann und wo ich dann auf die absolute Hilfe anderer angewiesen bin. Ich habe da leider eine sehr, sehr intensive Schulung durchgemacht. Ich habe vor 6 Jahren meine Alzheimer-kranke Frau leider in die Ewigkeit geben müssen. Meine Frau war 13 Jahre Alzheimer. Ich habe sie in den letzten Jahren dann ins Heim geben müssen und weiß also, wie furchtbar es ist, dass jeder vor dieser Krankheit Angst hat und auch, dass der alte Mensch vor dem Alleinsein Angst haben muss. Das ist normal. Es gibt zum Glück, und da hat der Herr Spieler einen sehr schönen Beitrag gebracht, die Liebe. Solange man irgendjemanden um sich hat, der bereit ist, Liebe zu geben, nicht nur Geld zu nehmen,
dann hat man schon einen Punkt, wo auch diese Tage und diese Misere, in der man dann steht, zu ertragen ist. Da würde ich gerne mal den Doktor fragen. Herr Dr. Spekopius, es kommen ja sehr viel ältere Menschen zu Ihnen. Das heißt, Menschen, die nicht nur also körperlich krank sind, sondern die eigentlich das Gespräch suchen oder eben allein sind. Wie ist das? Genau, ich versuche auch die Patienten, die seelische Probleme haben, so zu integrieren, dass ich die unterstütze, eben durch das Gespräch, soweit möglich. Wenn die Praxis voll ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich versuche ihnen Hilfestellung zu geben. Ich habe auch in meinem Computer so ein bisschen so noch relativ aktuelle Selbsthilfegruppen gespeichert, sodass ich da notfalls Hilfe auch anbieten kann, Pflegestützpunkte etc. Pflegedienste empfehle ich jetzt nicht, weil das ist immer so ein Problem. Also ich habe vielleicht in der Praxis etwa 10, 12 Pflegedienste, die Patienten zu Hause betreuen. Aber da kann ich jetzt nicht direkt sagen, also nehmen Sie den Pflegedienst, der ist besser als der andere. Das kann man einfach nicht. Aber zumindest, dass ich so Hinweise gebe, wie die Patienten aus gewissen Problemen herauskommen. Darf ich da mal fragen, weil wir das Thema haben, Liebe, das Leben. Wo beginnt das dann bei Menschen, die sagen, also ich brauche irgendwie eine Zuneigung, ich bin allein, oder die sagen, das Leben hat doch gar keinen Zweck mehr. Ich merke, es wird immer weniger, ich werde gebrechlicher und das hängt doch alles zusammen. Ja, es ist... mit der Gesundheit oder so. Genau. Das ist natürlich, was eben schon anklang, also die besten Ziele, die der Patient erreichen kann, sind natürlich die Bewegung, also beweglich zu bleiben, die Ernährung entsprechend zu gestalten. Wenn da aber schon mal ein Riss eingetreten ist, sprich der Patient hat Arthrose, kann nicht mehr richtig laufen, dann ist da ein Teufelskreis, den man auch mit Hilfe der medizinischen Mittel eigentlich nur schwer durchbrechen kann. Das läuft dann oft auf auch psychische Unterstützung hin, dass ich trotzdem versuche, dem Patienten noch Hilfsmöglichkeiten darzustellen, um aus dieser Lage einigermaßen positiv herauszukommen. Ne? Das geht jetzt bei körperlichen Gebrechen ist es zugegebenermaßen recht schwierig. Bei Tumorpatienten ist es so, dass ich versuche, die direkt etwas psycho-onkologisch, also psychisch zu unterstützen, dass die trotz aller Probleme mit ihrer Krankheit besser fertig werden. Ja, ich sehe mich auch so eigentlich als Integrationsfigur mithilfe ambulanter und stationärer Pflegedienste, dem Patienten noch so weit wie möglich eine positive Erfahrung zu vermitteln. Herr Schulz, was kann ein ambulanter Pflegedienst tun? Ein ambulanter Pflegedienst kann viel tun. Also das eine ist natürlich die medizinische Versorgung vor Ort sicherzustellen, weil der Arzt ist ja derjenige, der die Medikamente verschreibt oder der die Versorgung verschreibt. Aber die Unterstützung vor Ort findet ja in der Regel durch ambulante Pflegedienste statt. Und das andere ist, was ein Pflegedienst leisten kann oder ein Betreuungsdienst, so wie wir es machen, ist eben auch zu versuchen, die alten Herrschaften zu aktivieren und zu unterstützen, dass sie sich nicht die ganze Arbeit wegnehmen lassen oder entlasten lassen, sondern dass wir sie auch weiterhin aktivieren, bei den Tätigkeiten mitzuhelfen oder sie dabei unterstützen, dass sie das Haus wieder verlassen können. Also wir haben da ganz tolle Beispiele, dass uns eine sehr alte Kundin angerufen hat, dass sie sich gefreut hat, dass sie das erste Mal seit 4 Jahren wieder auf den Wochenmarkt gegangen ist, weil sie alleine eben nicht rausgegangen ist und mit Hilfe unserer Betreuungskraft hat sie das wieder erlebt und das hat sie unheimlich motiviert, auch weiterzumachen. Ne? So.
Und ich glaube, dazu hätte ich jetzt noch mal eine Frage. Wenn, so wie Sie das hört sich natürlich erstmal sehr gut an, ja, weil man bei Pflegedienst häufig ja auch daran denkt, dass die zu Pflegenden sehr schnell und sehr schnell das Haus wieder verlassen müssen aufgrund von Zeitmangel. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie betreuen jemanden, müsste man, wenn man jetzt einen Pflegebedarf, zusätzlich noch einen Pflegedienst haben, ist das richtig? Wir arbeiten also in dem Moment, wo eine medizinische Versorgung notwendig ist, muss ein zusätzlicher medizinischer Pflegedienst kommen. Das wird allerdings nicht auf das Pflegebudget angerechnet, ne? Weil dafür gibt es eine ärztliche Verordnung. Die Medikamentengabe wird darüber von den Krankenkassen bezahlt. Genau, das ist keine zusätzliche Belastung. Und dann kann man eben sich alternativ überlegen, ob man eben das Geld, was das Pflegebudget hergibt, für eine Betreuung nutzen möchte. Und dafür wie ist das, wenn man allein ist? Wir haben gerade darüber gesprochen, mit nach draußen zu gehen. Kann man das auch alleine machen? Hat man da nicht auch teilweise Ängste, dass man stürzt? Oder wenn jemand mitgeht oder jemand Vertrautes, dann wird man ja auch abgelenkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel alleine gehe, da muss ich immer wieder drauf mich kontrollieren. Und das ist, wie läuft das da? Wie kann man das? Du bist doch auch so, gehst du auch zu anderen älteren Menschen? Ja. Und er spielt Karten oder wie auch immer. Ja, ich habe drei bekannte ältere Damen auch, die alle auch am Rollator gehen. Und wenn ich da bin, also einmal die Woche meistens, bei einer bin ich sogar öfter. Und dann erstmal das Hauptsächliche ist das Spielen und das Reden. Und sie erzählt mir dann eben auch von den ganzen Pflegesachen. Dann kommt der Pflegedienst nicht, dann ruft er nicht an, dass er später kommt. Und die Hilfe dann zum Putzen, das ist eben auch alles nicht ganz immer nach Plan gemacht geht, ist wahrscheinlich auch sehr schwierig. Aber ich bin dafür da, mit den Leuten aber eben die Spiele zu machen. Ob es Mensch Ärger dich liegt oder Rummy Cup, das ist egal. Auf jeden Fall freue ich mich auch, weil ich eben auch so ein bisschen süchtig bin nach diesen Rummy Cup Spielen. Und jetzt, Herr Stelder, Sie haben da, da war ja ein Club der 90-Jährigen. Die sind ja leider jetzt, wenn Sie das mal berichten könnten, dann ist ja, der eine zieht sich zurück, der andere da hat keinen Sinn mehr und mit dem einen Geburtstag, das war dann eine schöne Sache. Ne? Naja, das ist natürlich... Irgendeiner muss etwas anfangen, nicht? Und ich zog also in dieses Max-Brauer-Haus ein und bin da erst oben im Korridor. Ich wohne im zweiten Stock oben, wir sind 10 Wohnungen. Bin also zu den Einzelnen hingegangen, habe gesagt, guten Tag, ich bin der Neue und ich wohne jetzt da und da. Ich freue mich und ich hoffe auf eine gute Nachbarschaft. Na, das war bei vielen, war das schon ein bisschen... ungewöhnlich, dass da einer kommt und sagt, guten Tag, hier bin ich. Nun ja, das klappte ganz gut und dann kam mir der Zufall ein bisschen entgegen. Im gleichen Anfang wohnt ein Ehepaar, Fritz und Ilse, mit denen ich ein bisschen Kontakt hatte. Und eines Tages merkte ich, dass Ilse irgendwie etwas sagen wollte. Jedenfalls, Fritz hatte Geburtstag und Fritz sollte 90 werden. Und ich habe dann ein bisschen gehorcht, mir das Datum rausgeholt und dann bin ich zu den anderen in dem Korridor gegangen und habe gesagt, also pass mal auf, wir sind hier eine Gemeinschaft in diesem Korridor und wir wollen das unter Beweis stellen. Fritz wird 90 und wenn er dann wird Geburtstag haben an dem Tag, dann gehen wir früh um 9, stehen wir vor der Tür, dann klingeln wir und dann singen wir alle zum Geburtstag viel Glück, dann kriegt er seine Flasche Sekt und einen schönen Blumenstrauß und dann haben wir einen guten Anfang für ihn getan. Nein, ja, da war natürlich Begeisterung zum Teil, aber einige sagten, was denn schon um 9? Ich sagte, du wirst deinen Hintern mal ein bisschen früher aus dem Bett rauskriegen, nicht? Naja, also es wurde dann auch so und wir haben also dann um 9 Uhr dort geklingelt.
Die Tür ging auf, Fritz guckte raus und in dem Moment haben wir also gesungen zum Geburtstag viel Glück. Der ist bald umgefallen. Mhm. Ja, und dann war natürlich die Verlegenheit, ja, was machen wir nun? Also alle rein und dann haben wir Sekt getrunken und haben wir geknappert. Und seitdem ist in diesem Korridor es üblich, wer also 90 hat, der kriegt ein Ständchen. Nun ja, und vor einiger Zeit, also eine Zeit danach, war dann wieder jemand, dann haben wir wieder organisiert. Und dann war ich natürlich auch, ich musste es also auch über mich ergehen lassen. Ich wusste, die Glocken klingeln und der Sekt stand bereit. Und dadurch haben wir also ein nettes Verhältnis in diesem Korridor. Und ich will mich jetzt hier nicht loben, aber zum 1. Januar kriegen eben alle Damen von mir eine Rose und freuen sich darüber. Na gut, der Strauß, der kostet bei Edeka 1,99. Nicht? Das sind 10 Rosen. Eine habe ich dann für mich sogar selbst noch übrig. Aber ich kann dadurch meinen Mitmenschen ein bisschen Freude machen. Leider, Sie kennt nun hier das eine Ehepaar, ist nun der dritte auch gestorben. Ich bin jetzt der einzige Hahn dort oben, habe nun noch meine 9 Hennen und freue mich, dass sie gackern und sie dass sie lustig. Sie theoretisch ja in die andere Etage durchwandern. Nein, ich will ja nicht fremd gehen. Okay. Nein, ich bleibe also. Und damit, Herr Spieler, gehe ich ein bisschen auf das, was Sie hier, die Gemeinschaft. Es ist also so, wer noch kann, der sollte auch ein bisschen versuchen, den anderen ein bisschen die Sache leichter zu machen. Ich habe gegenüber wohnt eine Frau, ich nenne den Namen nicht aus Datenschutzgründen, die lebt seit 20 Jahren im Rollstuhl. Und wissen Sie, ich kann es manchmal nicht begreifen, wenn ich zu ihr komme. Ich sage, Gerda, ja, sagt sie, es geht mir doch gut. Und dann fährt sie mit ihrem Rollator in der Wohnung rum, geht dann nach draußen, fährt mit dem Rollstuhl runter. Diese Frau hat ihre Krankheit angenommen und macht aus jedem Tag, der ihr geschenkt wird, macht sie eine Freude. Auf der anderen Seite kenne ich auch einige, die fangen eben schon morgen mit Hängelippe an. Und ich hatte dieser Tage mit einem ein Gespräch, wenn ich das ganz kurz sagen darf. Da ging es darum, dass es so schlimm sei. Und da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, wenn du morgens noch allein aus deinem Bett ausstehen kannst, wenn du dann ins Bad gehen kannst, kannst du die Zähne putzen, gehst dann in die Küche, machst dein Frühstück und gehst nach dem Frühstück wieder in das kleine Örtchen und kannst diesen kleinen weißen Zettel alleine bedienen, dann sei mal dankbar. Da hat er mich erst angefangen. Ich sage, ja, das sind die Selbstverständlichkeiten. Und wenn du in deinem Alter nicht so vernünftig bist, dass du das siehst, dann bist du selber nicht deines Glückes Schmied. Ich sage, und wer eben seines Glückes Schmied sein will, der darf nicht zu faul sein, den Hammer in die Hand zu nehmen. Ja, aber ist gut. Es kommt auch darauf an, was man vorher im Leben, wenn man sehr aktiv war. Und jetzt sitzt man da. Man möchte dies und jenes. Dann ziehen sich viele in die Erinnerung zurück. Aber es geht doch auch darum, dass man noch nach draußen Kontakte hat, dass man also noch, das hält einen doch aufrecht, das Ganze. Und ja, da haben Sie das ja auch gesagt, dass die Dame da also glücklich war, wieder auf den Wochenmarkt mal gehen zu können. Ich glaube, man muss es auch von sich aus tun. Wenn ich bei unseren beiden Gästen gehört habe, Sie machen beide von sich aus etwas. Und Sie könnten ja auch beide sagen, okay, ich bin jetzt so und so alt, ich bleibe jetzt einfach zu Hause. Mhm. Aber ja. Sie gehen nach draußen. Ich glaube, es kommt darauf an, dass man wirklich im Alter nach draußen geht, dass man sich eben nicht auf seinen Stuhl zurückzieht und sagt, ich bin alt, das Leben ist scheußlich und ja, auf was warte ich eigentlich? Ich glaube einfach, dass der Gedanke im Kopf unabhängig von der Mobilität ist. Das heißt also, wenn ich selber aus meiner Sicht heraus etwas tun möchte, glaube ich nicht, dass mich irgendwas daran hindern könnte. Das heißt, es fängt bei jedem selber an.
Ich muss es eben auch wollen. Ich muss es wollen. Wir haben eine Kundin, die hat mir erzählt, dass sie jeden Tag 1,5 Kilometer zum Einkaufen geht mit ihrem Rollator, kauft immer nur ganz kleine Mengen ein und das macht sie ganz bewusst, damit sie am nächsten Tag wieder los muss. Ja. Ne, die könnte sich auch das Essen oder die Einkäufe liefern lassen, dann könnte sie bequem in ihrer Wohnung sitzen. Nein, sie geht ganz bewusst jeden Tag diese lange Strecke, also 1,5 Kilometer mit dem Rollator und sie ist nicht mehr ganz so gut zu Fuß, ist eine Menge, aber das macht sie eben ganz bewusst und sie zwingt sich durch diese kleinen Einkäufe im Prinzip selbst, das jeden Tag zu wiederholen und es geht ihr gut damit und ich denke, dass es... Dort fängt es nämlich an, dass man den inneren Schweinehund überlebt. Ich erlebe das, ich habe eine PNP und ich habe mitunter sehr viel Schmerzen und ich habe ja auch den Rollator, ja, wenn ich danach gehe, wie mir zumute ist, dann höre ich auf den und gehe rauf, setze mich ans Fernsehen, trinke ein Bier und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Aber ich zwinge mich und nach 10 Minuten geschieht das kleine Wunder. Dann sind auf einmal die alten Knochen wieder in Bewegung und dann wundere ich mich, ich laufe eine Stunde und bin nicht kaputt. Natürlich ist nicht jedem das gegeben und es kann auch nicht jeder. Wenn ich auf meine Nachbarin, die also nur mit ihrem Roland, aber auch sie ist munter, sie lässt sich eben nicht davon. Es ist sicherlich schwer, wenn man in einer Misere steht, dass man sich dann selber darüber ein bisschen hinaus, aber man, warum heißt es, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja? Wo einer seinen Gott hat, ist ganz egal. Aber man muss auch wirklich bereit sein und man muss etwas tun. Nicht? Ich könnte mir mein Leben ohne meine Arbeit nicht vorstellen. Ich bin jetzt fast 30 Jahre Rentner, aber ich habe nie davon Gebrauch gemacht. Jetzt in der letzten Zeit fange ich nun an, nicht? Ich habe nebenbei noch eine Lesung, die mache ich auch ab und zu. Aber ich habe auch keine Langeweile. Wir spielen übrigens auch. Wir sind so eine kleine Skatrunde, das ist herrlich, gemütlich. Und man soll auch solche Dinge tun. Ja, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, über die Liebe. Also ich denke, ich gehe da mal von mir aus, wenn man mit einer Partnerin sehr viele Jahre zusammengelebt hat und die ist plötzlich nicht mehr da, dann kann man auch, gut, Sie haben das Gefühl, Sie haben ja auch die, sagen wir mal, als Künstler und Schauspieler sieht man die Welt anders, beziehungsweise man kann sich mitteilen. Aber wenn Menschen sehr lange zusammen waren und dann überwindet man das nicht so schnell. Und es ist vor allen Dingen auch so, wenn ich mal von mir ausgehen darf, Sie kennen ja auch noch meine Partnerin, dann sagst du dir erstmal, für wen machst du das überhaupt? Also man kriegt, und da ist es doch sehr wichtig, dass man auch verständnisvolle Menschen findet, die einen da wieder auffangen. Und das ist da in Familien oftmals viel leichter, als wenn sie jetzt allein dastehen. Das denke ich auch. Ich glaube gar nicht mehr, dass man die Familie braucht, um nicht alleine zu sein. Ich glaube, dass man einfach Netzwerke braucht. Und das wäre für mich der Grund, in jüngeren Jahren einfach schon anzufangen, Netzwerke zu schaffen in Form von Freundeskreisen, die Familienbande so gut zu pflegen, wie man es eben pflegen kann, um einfach dann später nicht alleine zu sein. Entschuldigen Sie mal, wir leben jetzt, deshalb habe ich ja noch von der Elterngeneration gesprochen, haben in einer anderen Zeit. Die Zeit ist schneller geworden. Viele laufen so da rum, vor allen Dingen die jungen Leute. Und diese ganze Verbindung ist also doch anders. Da muss man sich da zurechtfinden. Und ich finde natürlich auch, dass es wichtig ist, nicht nur da drauf zu schielen oder jetzt, wie das vor der Wahl jetzt beginnt, über Altersarmut und vieles zu sprechen, das ist sehr wichtig. Aber es gibt da auch noch eine andere Armut. Die Armut, da eben halt irgendwie was mit dem Herzen zu tun, also Mitmenschlichkeit.
Und da kann man verdammt enttäuscht werden. Und vor allen Dingen auch in dem Sinne, dass vieles jetzt ein Geschäft geworden ist. Also gut, Sie versuchen Ihre Arbeit und Sie auch, aber es geht noch Zeit und so weiter. So, wie siehst du das? Ich meine, ja, wir duzen uns, weil wir uns aus der Jugend her kennen. Und ich kenne auch deinen verstorbenen Mann und so weiter. Und die wir Kinder waren früher auch ganz klein. Und die Kinder ja auch ganz klein, wo du schon mal bei uns genau warst. Und da hatten wir ja schon Theater und so weiter. Und die haben da auch mitgemacht. Ja, bitte. Ja, ich muss noch mal dazu zurückgreifen. Und zwar zu den Aktivitäten. Also Gemeinschaft ist wirklich ganz wichtig. Und bei uns in Farmsen ist eine Arbeiterwohlfahrt. Und auch in Wandsbek ist eine Arbeiterwohlfahrt. Und da bin ich in beiden auch öfter mal dabei. Also beim Singen in Farmsen jede Woche. Da singen wir 2,5 Stunden Volkslieder. Und bei der anderen AWO in Wandsbek, da habe ich mal mit getanzt. Ich bin 30 Jahre Volkstanzleiterin gewesen. Und da habe ich den einen, der macht das da jetzt. Und da bin ich da immer manchmal Gast. Aber sonst ist eben dieses, dass man darauf zugeht. Ich habe bei mir vor 2 Jahren, in meiner Straße sind also 2 Ehepaare, die noch verheiratet sind und 2 mit mir, 2, die alleinstehend sind. Und da bin ich vor 2 Jahren mal zu den Leuten hin, zu den 3 Frauen hingegangen. Ich sage, habe ich mein Du angeboten, wollen wir uns nicht mal treffen bei mir? Und das haben wir gemacht. Nicht? Und jetzt wollen wir das mal wieder machen. Nicht? Also jetzt will jemand anders organisieren. Und da bin ich eben ganz froh. Oder wenn wir ein Fest machen bei uns in der Siedlung in Farmsen, Meilskamp-Siedlung, da sind wir dann eben auch, dass sie Hilfe brauchen. Und ich bin da auch immer aktiv und verteile zum Beispiel die Zettel für das Treffen im Sommer und die Zettel für Heiligabend singen dort in dem Park, den wir bei uns haben. Nicht? Da singen wir immer von 10 bis 11 Weihnachtslieder. Und da darf ich das nächste Mal sogar dirigieren, also weil ich die ganz gute Stimme habe, dass alle mitsingen können und auch den Text im Kopf habe. Also das gefällt mir ganz gut. Also ich bin da ganz gut angesehen. Ich bin ja auch schon 50 Jahre da. Ne? Da muss es ja auch nicht mal klappen. Ja, aber wie ist es denn halt mit, wo kannst du noch Tiefe oder Vertrauen finden? Ja, ich denke, also das, was Sie vorhin angesprochen haben, dass man sich schon in etwas jüngeren Jahren, in denen ich mich jetzt bewege, dass man halt aufpasst, dass man den Freundeskreis nicht vergisst. Ne? Also die Familie ist das eine, aber dass man sich eben auch einen großen Freundeskreis aufbaut oder erhält, auf den man den eben auch im Alter auch setzen kann. Weil Freunde, die man sein ganzes Leben hat, die wird man dann im Alter nicht vergessen. Und wer natürlich sich da isoliert und jahrelang vielleicht nur als Pärchen zusammenlebt, ganz alleine und sich von seiner Umwelt distanziert, der wird es natürlich umso schwerer haben, wenn dann ein Teil nicht mehr da ist, dann wieder einen neuen Anschluss zu finden. Ja, aber wenn sie älter werden, wird die Luft nämlich ziemlich dünn mit dem Freundeskreis. Ja, also das, was Sie eben beschrieben haben, ist ja leider so, wenn man so ein stolzes Alter hat wie Sie, dann werden leider die Freunde immer weniger. Ne? Das ist ja, aber schauen Sie, es liegt doch dann an mir, ob ich neue Kreise ganz für klar mich richtig, nicht? Genau. Ich kann mich isolieren und ich kann sagen, ja, ich habe ja keinen Menschen mehr und niemand will mit mir was zu tun haben. Ich bin ja für euch zu alt, aber ich kann auch auf andere zugehen. Genau. Nicht? Und ich komme wieder auf dieses dumme Wort, jeder ist seines Glückes Schmied. Genau. Aber man darf nicht zu faul sein, den Hammer in die Hand zu nehmen. Genau. Ja. Nicht? Herr gut Doktor, sehen Sie das nur als Faulheit an, wenn man plötzlich hier irgendwo unsicher wird, weil man auch will, aber man kann bestimmte Sachen nicht machen. Ja, das ist, sagte ja schon, also Für die Arthrose-Patienten ist es sicherlich nicht einfach. Die müssen halt mit Einschränkungen leben. Und da muss man dann versuchen, durch medikamentöse oder krankengymnastische Hilfen denen noch eine möglichst Qualität im Leben zu geben.
Ja, und was ich zu Ihnen noch kurz sagen wollte, ist natürlich so, also es gibt Menschen im Alter, die wollen lieber in ihrer Wohnung bleiben, die wollen ihre eigenen vier Wände nicht verlassen, muss man akzeptieren. Ja. Und für die wäre es eine Qual, wenn die ins Altersheim gehen würden. Und es gibt welche, so wie Sie, die aufgeschlossen sind, die sagen also, nee, ich will noch ein bisschen mehr sehen und hören. Und für die ist ein Seniorenheim dann der richtige Part, weil da werden Festivitäten gemacht, alles Mögliche, sodass man da auch in einer Form integriert ist. Das muss also jeder Mensch für sich entscheiden. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Was Herr Spieler meinte, ist jetzt, dass wenn man jetzt ein bestimmtes Alter hat und dann eigentlich ein bisschen alleine steht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dann ist es natürlich schwer oder komplett schwierig, jetzt Anschluss zu finden. Weil die Netzwerke sind vielleicht nicht mehr vorhanden. Und wenn man älter ist, ganz neue Freunde zu finden, stelle ich mir auch schon sehr schwierig vor. Wobei eines sicherlich bleibt, wenn man nicht an die Tür des Nachbarn klopft, dann weiß man auch nicht, ob sie nicht aufgehen könnte. Das ist sicherlich so. Ja, aber wie werden ältere Menschen gesehen? Sie kennen vielleicht noch die Zeit, wo es der Jugend waren, wo ältere Leute dann anfingen, sich so zu kleiden oder wollten wieder jünger sein. Heute gibt es 60 plus, Herr Spieler. Wie fühlen Sie sich, bitte? Heute gibt es 60 plus. Aha. Ja, sehen Sie, wenn Sie meine Agentur sehen, die ist auch 60 plus. Da sind wir nur die Ollen. Ja, aber es ist doch wirklich, man baut ja auf. Also man müsste ja auch mit Jüngern und so. Aber das gibt es ja auch. Und diese Verbindung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es jüngere Paare gibt beispielsweise, die vielleicht auch mal irgendwo eine, ja sage ich jetzt mal so ganz erlaubt, einen Großvater, eine Großmutter suchen, die vielleicht mal für ein paar Stunden auf die Kinder aufpassen oder mit denen vielleicht mal auf den Spielplatz gehen oder mal in den Zoo gehen. Alles das, was berufstätige Eltern vielleicht nicht können. Das wäre eine Möglichkeit, nach draußen zu kommen. Ich glaube, wichtig für jedes Alter ist, dass man den Schritt nach draußen tut. Und dass man nicht wartet, dass irgendjemand den Schritt nach drinnen tut. Weil das wird vermutlich eher nicht der Fall werden. Es sei denn, man hat einen Pflegedienst. Aber Sie haben doch diesen Film, der in der ARD kam, wie über den Wolken, also bis zum Horizont. Also oder bis wie zum war Horizont das? Und dann links. Bitte? Ja, den Spielfilm, wo wir in einem Altersheim zusammen wohnen. Ja, ich meine, der war natürlich, er hat einige Dinge schon gezeigt, die eben auch als negative Seite sind, nicht? Da wurde eben von der Duftnote gesprochen, die eben da verschiedene Leute mit sich rumschleppen, nicht? Wenn sie eben das Wasser nicht mehr halten können. Gut, das ist eine Tatsache, aber auch der in dieser Situation lebt, muss damit fertig werden. Und da ist es eine Frage, wie derjenige es sieht. Wer sich nicht helfen lässt, dem kann nicht geholfen werden. Ja, ich wollte aber da, gut, der Otto Sanders, der hat ja dann diese Pistole geklaut und ein Flugzeug und das entführt. Und da waren ja auch zwei junge Leute dabei. Und die Schwester. Die haben ja dann, ja. Die Schwester und dann der junge Pilot, der also mit ihr ein Verhältnis anfängt da und eben, wo wir also stranden dann auf dieser Insel, wo die beiden sich eben unten am Strand im Boot verlustieren. Nun, was, das ja, ist ja aber ganz die haben doch was gelernt. Die haben doch das gemerkt, also dass, warum die älteren Menschen das machen und haben sich ja gewissermaßen solidarisiert, oder? Ja, natürlich. Die Schwester hat sich erst dagegen gesperrt und hat sich dann doch auf verschiedene Dinge eingestellt. Natürlich, es gibt immer zwei Seiten. Auf der einen Seite stehen die Alten und auf der anderen Seite die Jungen. Und leider denken viele Alten, na ja, da muss doch einer kommen und der muss sich jetzt um mich kümmern. Anstatt eben zu sagen, na ja, gut, vielleicht fällt dem das nicht ein, dann gehe ich mal auf den jungen Menschen zu. Natürlich ist wer sich also in der Beziehung helfen lässt, der ist glücklich dran. Nicht? Man kann aber keinen zum Glück zwingen. Es gibt eben Leute, die, wie Sie sagen, die eben lieber oben sitzen und ihr Stübchen zumachen.
Natürlich muss dann der Psychologe kommen und muss eben helfen und muss sagen, komm, nun such dir doch mal. Und da sind doch zwei, die wollen mit dir Romme spielen. Da wird er sagen, ja, ich kann das nicht. Nur da musst du eben mit Ärger nicht spielen, das wirst du schon lernen. Nicht? Es ist alles eine Frage des guten Willens. Einfach ist das Leben im Alter keineswegs. Und wir Alten haben natürlich immer das Problem, dass wir mehr oder weniger den Kasten vor uns sehen. Ich sage oft, eigentlich gehöre ich mit meinem Alter schon längst in die Kiste. Und doch bin ich noch munter und mobil. Nicht? Ja, ich möchte da, liebe Zuschauer, eben, das ist der hier Anlass jetzt. Wir werden gleich im Anschluss einen 10-Minuten-Film sehen, den Der alte Mann und die Katze. Und da haben Sie ja auch mitgespielt und der hatte leider einen Ausgang, der nicht positiv ist. Und wir wollen ja mit unseren Sendungen das erreichen, dass wir Mut machen oder Wege bringen. Und da hätte ich gern von allen noch mal eine Meinung gehabt. Wir haben noch 3 Minuten. Fangen wir hier bei Ihnen an. Ja, wie gesagt, ich versuche halt den Patienten, die zu mir kommen, positive Wege aufzuzeigen. Je nach Fall die Möglichkeiten, die machbar sind, vorzugeben oder halt Gedanken. Aber Sie geben mehr, als normalerweise ein Arzt gibt oder geben kann. Ja, sonst, ich sag mal, sonst macht mir der Beruf auch keinen Spaß, sage ich ganz ehrlich. Funktioniert nee, also nicht. Muss ein bisschen, also das ist jenseits des Finanziellen ganz klar und da kann man eigentlich nicht drüber sprechen, aber das versuche ich schon zu bewegen, was Gut. zu bewegen ist. Ne? Danke, wir müssen da mal ganz kurz fassen. Ich versuche es ganz kurz. Ich würde jeden dazu motivieren wollen, so viel wie möglich auch im Alter noch selbst zu machen. Aber wenn es denn eben nicht mehr geht, sich auch diese Hilfe zu holen, also auch den Mut zu haben, da gehört auch ein Stück Mut zu, ein Stück der Selbstständigkeit aufzugeben, wenn es eben nicht mehr geht und diese Hilfe auch an sich ranzulassen. Ne? Das beobachte ich eben auch, da haben einige Menschen mit Problemen, diese Hilfe zuzulassen. Und das ist eben auch ganz wichtig, bevor man eben in seinen eigenen 4 Wänden verkümmert, dass man sich eben eine Unterstützung holt, die einen begleitet, vor die Tür zu gehen oder die eben im Haushalt Gut. unterstützt. Nee, Sie haben ja früher auch Ihre Mutter sehr lange gepflegt. Ich habe meine Mutter auch sehr lange gepflegt und daraus habe ich eigentlich mitgenommen für mein Leben, dass meine Mutter war aufgrund eines Schlaganfalls halbseitig gelähmt und hat aber auch damit 22 Jahre noch leben können und hat eigentlich auch das, was Sie auch sagen, kann ich nur bestätigen, von sich aus diese Lebenslust gehabt, trotz der Behinderung. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich sagen kann, also alt werden ist schon in Ordnung. Man kann alt werden. Ja, man kann alt werden. Mein Beitrag ganz kurz, mach doch mal deine Augen auf. Du sitzt zu Hause in deiner Kammer und badest dich in deinem Jammer. Doch das ist schlecht für deine Seele. Komm raus aus deiner Kummerhöhle. Du solltest zu den anderen gehen. Dann bleib mal stehen, dann wirst du sehen, du bist mit deinem Kummer nicht allein. Schau hin, dann bleib dir nicht verborgen. Ein jeder hat so seine Sorgen. Dort quälen Tag und Nacht die Schmerzen, ist Angst und Bangigkeit im Herzen. Und doch trägt mancher von den Kranken sein Kreuz ganz still und kann noch danken. Da ist auch Hunger, da ist bittere Not. Hast du nicht Kleidung, Wohnung und Brot? Viel Leid, viel Elend kannst du sehen, aber auch die daran vorübergehen. Sehr bald wirst du im Weitergehen auch andere Dinge sehen. Du siehst den Hass, du siehst den Neid, die Lüge, die Verdorbenheit, wo sie ein ständig Böses tut, die Gier nach Macht, nach Geld, nach Gut. Und doch darfst du kein Urteil sprechen. Du hast kein Recht, den Stab zu brechen. Geh weiter, finde dann die Welt, die dich erfreut, die dir gefällt, wo Sonne scheint, wo Vogel singt, wo froh ein Kinderlied erklingt. Da wirst du in Menschenaugen schauen, die Güte spiegeln und vertrauen. Auch hier ist niemand fehlerfrei, doch jeder hilft den anderen gern, denn Ehrlichkeit ist dann dabei. Du wirst den Geist der Liebe spüren,
Nimm ihn ins Herz und lass dich berühren. Dann geh zurück in deine Kammer, begrabe endlich deinen Jammer und hab den Mut, dein Spiegelbild zu fragen. Es wird dir gern die Wahrheit sagen. Du musst dein Selbstmitleid beenden. Dann kann sich viel zum Guten wenden. Zum Glück kann dir kein Mensch verwehren, vor deiner eigenen Tür zu kehren. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ist mein Satz. Das ist von Erich Kästner. Das kann sein. Gut. Ja, also, liebe Zuschauer, wir sehen jetzt diesen Film Der alte Mann und die Katze. Ich hatte mir was anderes vorgestellt, aber Sie werden sehen, wie sich das wendet. Und wir hoffen, dass wir, liebe Zuschauer, Sie bald wiedersehen und dass Sie auch mitwirken werden. Besonderen Dank diesen beiden betroffenen Elternherrschaften.